Hallihallo, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ja, das neue Jahr bringt wieder was ganz Tolles. Wir finden uns wieder in der asiatischen Küche. Ich glaube, das ist unser erstes Video, was wir im Asia-Style machen, oder Olli? Ich hab keine Ahnung. Voll erwischt. Weiß ich nicht. Wir hätten ein tolles Rezept rausgefunden. Das kann nicht sein, ich habe schon mal was auf dem Wok gemacht. Stimmt. Was denn? Weiß ich nicht mehr, aber irgendwas habe ich schon mal auf dem Wok gemacht. Okay. Ja, ist ja auch egal. Naja. Wir gehen heute in die asiatische Küche. Und da haben wir von Sydney und Francis das bekommen. Das ist die Red Thai Curry Paste mit Red Chilies und Lemongrass. Da wir das nicht alt werden lassen wollen, machen wir heute was mit dem Produkt. Was machen wir denn mit dem? Wir brauchen heute für unser Rezept. Guck mal, das ist gar nicht viel. Nee, diesmal. Brettel leer, wa? Diesmal ganz wenig. Okay. Also, vier Schnitt. Ja, aber weich. Aber weich wie? Das sind aber drei. Ich merk's. Drei Schnitzel. Ja. Ein Pak Choi. Eine Zwiebel. Ingwer. Ein halber Spitzkohl. Chiliflocken. Paprika, Fischsoße, Reis, Öl und diese besondere Currypaste. Und diese Schnitzel sind von Schwein. Ja. Schweineschnitzel. Schweineschnitzel. So, was machen wir jetzt mit dem ganzen Zeug? Das wird eine Würzing. Nee. Pak Choi, Weißkohl, Reispfanne. Ah, sowas. Habe ich mir schon fast gedacht, ne? Okay. Also. Schnibbeln wir ein bisschen? Ja, der Pak Choi müssen wir klein schneiden. Ja. Ein halber Spitzkohl, die Zwiebeln müssen wir klein schneiden und das Fleisch. Also, dann schnibbeln wir jetzt. Ja? Jawohl. Und wenn wir das hin, dann wackeln wir. Jawohl. Also, los geht's. Jetzt die Schnitzel, die lege ich jetzt aber alle übereinander, damit schneller. Aber? Hast du eilig? Ja, ich habe Hunger. Aha, ich habe Hunger. Was du immer hast. Hunger, Durst. Ja, ja. Ja. Ja, aber das zeigt, dass du auch Gefühle hast. Ne? Ja. Wenn es ums Essen geht, bin ich doch immer schnell dabei. Alles geschnippelt. Ab, raus! Wohin? Am Grill. Also. An unsere ganz coole Wokstation. Ja, Hightech-Wokstation. Ja. Oh, der Backofen hupt. Essen für Kind ist fertig. Jawohl. Also, rausgehen. Ja, tschüssi. Jetzt machen wir erst Öl rein. Guck mal, Hightech-Wokstation. Kleiner Grill, Ansinnkamin, Gitter drüber. Wokkopf. Funktioniert, einwandprächtig. Ja, der Schwabe spart. So, also, rein mit dem Zeug. Und schön anbraten, gell? Jawohl. Eins kann ich euch ja sagen. Dieses blöde Jawohl, das nervt mich in jedem Video. Ich krieg dieses Jawohl nicht weg. So, dann müsst ihr mal trainieren. Ja, ich probier's ja. Oh. Jawohl. Hör auf! So, also, hier immer noch schön anbraten, ne? So, wenn das Fleisch ein bisschen Farbe genommen hat, ja, machen wir was dazu. Fügen wir die Zwiebel hinzu. Ja, und? Und Ingwer. Und das sind die Haare aus dem Essen. Ja. Also Zwiebel und Ingwer mit bei. Riecht gut. Zwiebel, Ingwer, Fleisch. Ich weiß nicht, jetzt wundert, dass man das Fleisch nicht vorher schon irgendwie gewürzt hat. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil wir die Paste benutzen. Wir brauchen auch kein Salz und Pfeffer. Kein Salz, kein Pfeffer. Kein Salz, kein Pfeffer. Und Bier muss auch keins rein? Nein. Was ist das für ein langweiliges Gericht? Kein Salz, kein Pfeffer, kein Bier. Aber weiß ich nicht. Ja, aber so. Man kann ja nicht immer das Gleiche machen. Nee, kann man auch nicht. Nee? So, also das lassen wir jetzt ein bisschen andünsten und was passiert denn dann?
So, was machst du jetzt? Erzähle, komm, erzähle. Jetzt benötigen wir Fischsoße. Ja. 2 Esslöffel, das fügen wir da hinzu. Ja. Wenn ich es aufkriege. Ja, das ist ja relativ. 2 Esslöffel sind halt 2 Esslöffel, ne? Ja, wenn die Fischsoße auch rauskommen will. Die wollte nicht mal aus dem Fisch raus, die Soße. Ja, 1. Ja, und jetzt? Und jetzt kaufen wir noch die Currypaste. Ein Esslöffel, gell? Ja. Das gibt sie. Was ist sie? Zehe. Zehe. Ist das ein Esslöffel? Nee, das ist ein halber. Okay. Und mach nochmal was rein. Das darf nicht mal was schmecken. So, umrühren. Wir brauchen den Salat noch nicht. Und dann, was machen wir jetzt dann? Dann holen wir das Ding da raus, oder? Ja. Okay. Das Fleisch ist fertig. Jetzt holen wir es raus. Jetzt kommt nochmal Öl in die in den Wok. In die Pfannenwok? Ja. Ja. Feuer! Das dauert jetzt nochmal kurz. Blub. Ja. Blub, blub. Was dauert das? Ein paar Minuten. Alter. Wenn nicht Stunden. Nee, das geht hier wie das Katze machen. So, und was machst du jetzt denn da rein? Da kommt jetzt der Weißkraut. Okay, der Spitzkohl quasi. Ja. Und Pak Choi. Okay. Und das wird da angedünstet. Mhm. Und wenn das dann richtig schön lätschig ist, kommt. Nee, lätschig wollen wir das nicht. So halbwegs lätschig. Ja, halbwegs lätschig. Also so wie dein Mann heute aussieht. Jawohl. Halbwegs lätschig. Halbwegs lätschig. Ja, Messer, Messer. Das ist ganz schön viel Kohl, gell? Das geht ja nachher ein. Und wann kommt dieser Pak Choi mit bei? Jetzt gleich. Jetzt lass mich doch erstmal kurz rühren. Ja. Und nun der Pak Choi. Oi, 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 oi. Sieht das gesund aus? Jo. Ein gutes neues Jahr. Ja, das wird spitze, gell? Wenn schon so anfängt. Oh je. Aber wirklich gesund. Mhm. Also, das jetzt hier schön ein bisschen erdünsten und dann passiert was? Und danach kommt das Fleisch rein. Okay. Und dann wird es weiter gedünstet. Aha. Und dann werden wir das abschmecken, ob da noch was dran muss. Und dann werden wir auch fast durch. Hm. Der Reis wird nochmal erwärmt und dann machen wir Tellerbild. Okay. Ja, aber mein Schnitt ist so wie ein Trocken, das Ganze. Ich vermute es auch. Also mir fällt da irgendwie Flüssigkeit an den Zeug, ich weiß auch nicht. Müssen wir in die Küche gehen und mal gucken, was wir finden. Mhm. Ich glaube, wir müssen das auch noch wieder finden hier, das Ganze, gell? Ja. Also, aber jetzt lassen wir das ja schon mal in Vorsicht, ne? Vielleicht kommt da noch die Flüssigkeit und dann würzen wir vielleicht noch ein bisschen, ja? Sonst enden wir wie die Kanickel. Ja, wir haben ja von der Currypaste haben wir ja auch noch ein bisschen. Ja. Und dann können wir ja zur Not. Da fällt mir gerade der Dirk, der Brunert, der hat doch da sein Allround-Hilfsmittel, wenn er asiatisch macht, gell? Was macht er denn daran? Weiß ich nicht. Austernsoße. Stimmt. Aha, das kann man sicherlich da auch noch reinschütten. Was? Wir probieren mal. Das kann ja noch gar nicht schmecken, das Zeug. Da ist ja noch gar nichts dran. Ich hab gedacht, dass der Geschmack von dem Öl, vom Fleisch und von der Paste übergehen würde. Also jetzt pass auf, irgendwo habe ich eine Austernsoße, die holen wir noch mit dazu. Wir würzen mit Austernsoße und die restliche Currypaste. Ja, die tun wir anrühren. Schütten wir da unten rein irgendwie. Ja, und also, in der Zeit kann das. Ja, das ist mir echt sonst, also ich bin, also ja, Schwabe und ein Schwabe braucht es halt nicht gar so trocken, da hat irgendwie gerne ein Säsle dabei, gell? Ja. Ist halt so. Also, wir machen da schon noch was. Zack, jetzt.
Zaubermittel, Austernsoße. Ja, genau. Jetzt pass auf. Auch von Sydney und Francis. Noch einmal, Dankeschön dafür, gell? Ja. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man immer irgendwie was so kriegt. Muss man die schütteln? Jetzt hör drauf, mach den Deckel auf jetzt. Jetzt pass mal auf. Und zwar ist jetzt hier der Rest von dieser Currypaste da drin. Jetzt schützt da noch wegen. Hat da doch schon was rein? Weiß ich nicht. Ja, die ist dickflüssig, pass auf. Ja, und wie viel? Ja, mach noch ein bisschen. Mach noch ein bisschen. Stopp! So, jetzt rühr schon mal rum. Und dann gucken wir mal, wie es wird. Und wenn es zu dick ist. Ja? Dann machen wir da was Dünnes rein. Vielleicht Sojasauce oder sowas. Das sieht so schlecht schon mal nicht aus, aber ein bisschen können wir da noch was pimpen. Wir pimpen weiter, es wird gepimpt hier. Pimp meine Brühe. Bio-Sojasauce. Ja, das sieht kein Mensch, wenn ich da nicht hingehalten so. Habe. Bio. Ja, hier ist alles Bio. Ich bin auch Bio. Wie viel? Ja, so, stopp. Das verrühren wir jetzt noch kräftig und dann gehen wir wieder raus und schütten das jetzt noch in unseren Krautsalat rein. Ne? Aber dadurch wird es ja auch nicht flüssiger. Doch, weil der hat jetzt mittlerweile zieht der ein bisschen Wasser. Der fällt auch schon ein bisschen zusammen. Da wird es schon. Also, raus reinschütten. Die Soße ist ja fertig und jetzt schütten wir sie rein. Ja. Wenn man auch viel Soße gemacht hat. Das reicht, glaub mir. Weil durch das Salz. Es zieht ja hier Wasser. Es wird ja nicht ganz so trocken wahrscheinlich. Was tust du denn eigentlich? Also ich habe also ganz ehrlich noch nie einen Mensch gesehen, wo sich immer so verbiegt und verprügelt, wenn er da irgendwas aus dem Topf da rausschickt. Ich bin Schwab. Und jeder kleine Klecks, der in der Schüssel ist, der muss mitverwendet werden. Es geht ja nicht darum, dass du da alles rauskriegst. Es geht darum, wie du dir einen abbrichst, bis du das da so weit hast. Ja? Ja. So, also, guck, noch ganz kurz und dann das Fleisch wieder mit dazu rein und dann sind wir fertig. Hä? Ja. Aber riechen tut es nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, muss bloß schmecken dann. Ja, ist mal wieder was anderes, ne? Es wird noch mal gerührt. Ja. Noch einmal kurz rühren und dann Fleisch mit bei. Nochmal warm machen das Zeug. Und dann haben wir es endlich geschafft. Aber weiß wie. Das sieht nicht mehr so ganz gesund aus. So. Unterheben, da, das Ding, unterheben. Warm werden lassen. Teller richten. Probieren. Gut? Ja. Sag doch mal jawohl. Nein. Jawohl. Nein. Sie war das, jawohl, mein Herr und Gebieter. So, ne, sieh da. Aber komm, so schlecht aussehen tut es nicht. So? Wohl ja. Wohl ja, jawohl. Also, gleich sehen wir uns drin. No? Wie eine Fata Morgana, so nah und doch so weit. Ja, genau, so ist es. Hier, da, komm, Konzentration bei den, jetzt müssen wir nämlich, was müssen wir? Wenn euch dieses Video gefallen hat. Nee, müssen wir nicht, jetzt hören wir mit dem Scheiße. So, jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Na? Hier, Teller, so sieht er aus. Irgendwie hat sie jetzt die Chili-Flocken, hat sie jetzt nicht aufs Essen gemacht, sondern nebenan geschmissen. Warum auch immer. Wegen mir bestimmt nicht. Also, wo waren wir? Chili-Flocken. Hat sie nebenan geschmissen, nicht oben drauf. Was ist mit dem Paprikapulver passiert? Paprika habe ich da oben drauf gemacht. Jetzt sehe ich es. Jawohl, passt. Okay. Also unser... Wie nennt man das Ding eigentlich? Naja, asiatischer Spitzkohl... Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Mir fällt da schon noch was ein, bis ich das Video schneide. Dann wissen wir auch, wie wir es nennen. Ja. Ne? Jetzt probier's aber mal. Als erstes vom Spitzkohl, ha? Hat noch ein bisschen Biss. Ein leichter Hauch an Schärfe. Lemongrass schmeckt mal raus. Sie steht voll auf Lemongrass. Ein Traum. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Aber ich denke eher, das ist ein Fall für den Olli und für den Even.
Und ich habe mich so drauf gefreut. Ja, was stimmt nicht? Dir stinkt dieses Lemongras, wo da in der Paste ist, gell? Ja. Ja. Das ist halt nicht für jeden. Das mag nicht jeder. Aber vielleicht schmeckt es ja besser, wenn Reis dabei ist und das Lemongras ein bisschen verreist wird. Verreist? Was labert die schon wieder? Hm. Naja. Begeisterung sieht anders aus. Also ich habe ja auch schon probiert, also mir schmeckt's. Ja, dir schmeckt's. Ja. So. Deswegen habe ich ja gesagt, steh du bitte hinter der Kamera. Ja, mache ich ja. Vor der Kamera. Pappnäs. Ne? Also wer asiatische Küche mag, wer Lemongrass mag, mit dieser, weil das ist ja in dieser Paste drin, da ja. von Sydney and Francis, ne? Diese Currypaste. Und da ist halt dieses Lemongrass mit drin. Ja, der eine mag es, der andere nicht. Aber so vom Prinzip her, wer auf diese Küche steht, wer auf Asiatisch steht, der liebt es. Ja. Das ist einfach nur mal so. Also wie gesagt, ich mag es, das ist geil. Ne? So. So. Ja. Und wenn sich jetzt noch einer fragt, weshalb der Olli heute den ganzen Tag hinter der Kamera war und nicht vor der Kamera, dann sage ich dir auch warum. Heute ist nämlich Neujahr. Ja, und er war fleißig mit meinem Papa unterwegs. Ja, wir waren zu Hause, bei mir. Mhm, der Kühlschrank war dann leer. Mhm. Mhm. Da war mal voll. Ja. Aber nicht mit Essen. Ne? Ich habe heute einfach mal einen ganz komisch schlechten Tag erwischt. Mittlerweile habe ich jetzt auch wieder so ein halbes Bier in mir, es wird besser. Ja, so Konterbier, das funktioniert ab und zu. Aber ich sehe halt einfach nicht so aus, dass ich vor die Kamera darf. Nein. Nee, machen wir nicht. Na? So, und jetzt darfst du loslegen, mein Schatz. Wenn euch dieses Video gefallen hat, das habe ich doch schon mal gemacht. Ja, mach's doch mal. Ich mach's noch mal. Ja, do it once again. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen netten Kommentar. Und wenn noch nicht geschehen... Geht dir schon wieder los, gell? Ja, und wenn noch nicht geschehen, ein Abo. Ja, und nie vergessen, die Glocke aktivieren. Man verpasst da auch kein neues Video. Mhm. Mhm. Könnt ihr auch mal vorbeigucken auf Facebook, Instagram. Ne, sind wir auch unterwegs. Mhm. Jetzt beenden wir das Ding. Wir wünschen euch ein geiles Jahr. Hoffentlich sehen wir vielleicht auch mal den einen oder anderen, den einen, die eine, das eine an, Alter. Ja, das ist halt immer so ein Ding. Er schweift wieder aus. Ja. Ja. Und weißt du, auf was ich mich freue? Hm? Morgen kommt der Bonerz. Jawohl. Ja, da machen wir auch noch was Schönes zu essen. Oh, das wird mir schmecken. Der hoffe ich mal schwer. Bin auch mal gespannt. Ja. Mhm. Also, in diesem Sinne, euer Olli, eure Nicole. Danke, von Bösis Cook and Barbecue. Ja, war du willst gut. Doch was Spitze. Servus und ciao.